Inmitten des Naturparks Nordeifel stellt der Stadtwald Bad Münstereifel ein gern angesteuertes Ziel dar. Freizeitaktivitäten in der Natur sowie Erholung vom stressigen Alltag stehen hier im Mittelpunkt. Doch heute haben sich Menschen mit einem anderen Anliegen zwischen Buchen und Eichen eingefunden. Nicht lange währt die Zeit der Trennung, da wir ja alle in diesem Leben, die auf einer Reise zur selben Herberge unterwegs sind. Der eine ist zuerst dahin aufgebrochen, der andere ist nachgefolgt und der dritte ist auf dem Weg dahin. Und alle wird dasselbe Ziel aufnehmen. Auf alle wartet dieselbe Herberge. Zum ersten Mal in Berührung damit gekommen sind wir durch eine Nachbarin, wo der Mann verstorben ist. Der hatte für sich beschlossen, nicht auf einem normalen Friedhof beigesetzt zu werden. Und wir hatten dann also auch im Freundeskreis darüber gesprochen und da war man nicht abgeneigt, aber irgendwo kam die ganze Sache nicht in die Gänge. Wir haben keine Kinder. Für uns ist auch keiner da, der also eine Grabpflege machen könnte. Und das in der Natur, das war in dem Fall ein Buchenwald. Man kam sich vor wie in einer Kathedrale. Und wir freuen uns eigentlich darüber und gehen also auch mit dem Tod jetzt ganz anders um. Also ich stelle mir vor, also dass wir da irgendwann auch mal ein Picknick machen. Oder wir hatten eigentlich vor, jetzt im September, als meine Mutter Geburtstag hatte, wollten wir erst ein Picknick machen. Und ja, dass man einfach auch so eine Anlaufstelle hat. Mein Mann geht öfter mit dem Hund hin. Und also ich bin eigentlich immer gern da, weil es so friedvoll ist. Je nachdem, wie mir danach ist, dann packe ich mir meinen Hund und wir fahren dahin, laufend halt dort. Und gehen natürlich in dem Zusammenhang auch zu unserem gemeinsamen Baum. Und jetzt eben, wo meine Schwiegermutter und die Mutter meiner Frau nun dort liegt, ist das ein zusätzlicher Bezug. Ich habe also festgestellt, also dass die Leute, die also bei der Beisetzung hier waren, zu mir sagten dann später, es wäre ein ganz besonderer Tag gewesen. Sie hätten doch eine ganze Menge mit nach Hause genommen. Und es viele, die sich auch mit dem Tod noch nicht auseinandergesetzt haben, auch junge Leute, machen sich jetzt auf einmal Gedanken und sagen, also so können wir es uns auch vorstellen. Seit dem Jahr 2000 bietet die Friedwald GmbH neben weiteren Anbietern Menschen die Möglichkeit zu einer alternativen Bestattung in der Natur. Die Zentrale liegt in Hessen. Von dort aus verwaltet die Firma die derzeit 30 Standorte, welche sich über das gesamte Bundesgebiet verteilen. 2006 wurde dann in Bad Münstereifel der erste Friedwald im Rheinland eröffnet. Friedwald ist ja eine relativ neue Idee und das ist natürlich ganz natürlich, dass man neuem gegenüber erstmal sehr kritisch ist, vorsichtig. Friedwald soll ja eigentlich eine Ergänzung sein für die Menschen, die sich eben nicht auf einem dörflichen Friedhof beheimatet fühlen. Das heißt aber nicht, dass wir die Friedhöfe ersetzen wollen, sondern wir sind eine Ergänzung. Früher war es ja so, wenn jemand verstorben ist, dann gab es den Arzt, den Bestatter, den Pastor, der den Trauernden oder den Betroffenen viel abgenommen hat. Und da war es auch ganz klar, man geht auf den Friedhof im Dorf oder im Stadtteil. Und heute ist es so, dass die Menschen sich auch schon ganz früh Gedanken machen, was wird mal aus mir? Auch viele haben keine Kinder, wo die Grabpflege nicht gesichert ist oder die Kinder sind nicht vor Ort oder sie möchten den Kindern auch nicht zumuten, was lästig ist.
Und die gehen heute dann also ganz bewusst damit um. Und ich sage, ich regel das für mich zu Lebzeiten und auch für meine Kinder, sodass auch das Verhältnis vielleicht auch nicht negativ beeinflusst wird oder belastet wird, durch, dass man den Kindern was aufbürdet, was die gar nicht wollen. Ich bin von Beruf Försterin und habe lange selbstständig gearbeitet mit Menschen und habe mich dann vor einigen Jahren entschlossen, noch mal Theologie zu studieren. Und dann ist die Stadt Bad Münstereifel auf mich zugekommen, weil da vorher schon Kontakte bestanden. Sie brauchten Unterstützung in ihrem Friedwald, ob ich das nicht machen wollte. Und bin jetzt seit 2 Jahren als Friedwaldförsterin bei der Stadt Bad Münstereifel. Mache Führungen hier im Wald, wo das Friedwaldkonzept erklärt wird, Baumauswahltermine und auch Beisetzungen. Meine Hauptaufgabe ist aber eigentlich das Backoffice, weil was im Wald jetzt gar nicht so vorstellbar ist, also beim Friedwald gibt es unheimlich viel Verwaltungsarbeit, weil man ja mit ganz vielen sensiblen Daten zu tun hat. Das muss also ganz genau erfolgen und das ist so meine Haupttätigkeit. Ja, ich richte es aus. Danke. Frau Lembach, da ist eine Urne unten in der Zentrale. Würden Sie die bitte abholen? Ja, ich gehe sofort. Bei den Kolleginnen, die das öfter machen, die haben sich da auch dran gewöhnt, wenn jemand mal als Vertretung da sitzt und da kommt eine Urne, also da merkt man schon, die Leute sind ein bisschen irritiert und möchten dann eigentlich, dass ich die schnell hole. Also als ich die erste Urne gesehen habe, das war fast unbeschreiblich, also weil wann hat man mal eine Urne in der Hand? Und es ist auch immer noch heute so, dass also so ein bisschen Ehrfurcht mitspielt, weil man hat schon im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Rolle in diesem Trauerfall. Ja, jeder Urne liegt ein Begleitschreiben bei, wo alle Daten über den Verstorbenen aufgeführt sind. Und ich melde das immer schriftlich an Friedwald, dass da auch keine Verwechslung entsteht. Denn wenn der Urneneingang bei Friedwald gemeldet ist, dann setzt sich Friedwald mit den Angehörigen in Verbindung und vereinbart einen Beisetzungstermin. Die Friedwald GmbH verwaltet die Daten jedes Standortes zentral und gilt so als erster Ansprechpartner. Die Waldführungen geben den Interessenten dann die Möglichkeit, sich mit dem Konzept vor Ort vertraut zu machen. Heute hat sich eine kleine Gruppe aus der näheren Umgebung in Bad Münstereifel eingefunden. Schönen guten Tag, mein Name ist Ina Lembach. Ich bin eine der 4 Friedwaldförsterinnen hier in Bad Münstereifel. Ich freue mich, dass Sie sich aufgemacht haben, hier den Friedwald in Bad Münstereifel kennenzulernen. Wir werden ungefähr eine Stunde jetzt durch den Wald gehen. Es gibt verschiedene Stationen, an denen ich Ihnen etwas erkläre. Das Konzept sieht vor, dass die GmbH mit Grundeigentümern zusammenarbeitet. Friedwälder werden also nicht extra angelegt. Vom Bad Münstereifeler Stadtwald wurden 45 Hektar als Beisetzungsareal ausgewählt, von denen bisher 7 Hektar aktive Friedwaldfläche sind. Der Rest ist und bleibt Nutzwald. Seit Eröffnung im März 2006 wurden hier ca. 1400 Menschen beigesetzt. Friedwald garantiert eine Grablaufzeit von zunächst 99 Jahren. Die erste Station führt die Gruppe zum sogenannten Musterbaum. Die biologisch abbaubare Urne ist dabei stets ein Blickfang. Genau, wir sind hier also am Mustergrab. Wir haben das jetzt mal so vorbereitet, wie wir das auch zu einer Beisetzung vorbereiten. Wir wissen, dass wir viele Informationen im Friedwald haben, die für die Besucher natürlich erstmal schwer zu sortieren sind. Und deshalb haben wir hier nochmal so ein Exemplar ausgezeichnet, wo alle Bannfarben bzw. alle Grabarten aufgeführt sind. Und hier oben der blaue, das ist nochmal der Familienbaum. Das ist also, wenn sich eine Gruppe entscheidet, eine Familie oder ein Freundeskreis, zusammen eine Bestattungsstätte zu wählen, dann würde man sich für den Familienbaum entscheiden, den blauen. Jetzt ist es aber oft so, dass nicht so viele Menschen zusammen bestattet werden möchten, dass man sagt, ach, wir sind eigentlich nur zu zweit und wir brauchen gar nicht so ein
teuren Baum in Anführungsstrichen, dann würde man sich für den Partnerbaum entscheiden. Das sind die Bäume, die mit einem roten Band gekennzeichnet sind. Dann gibt es die Gruppe von Menschen, die sagt, ach, ich war schon immer gesellig, ich war schon immer gerne mit vielen Menschen zusammen und wir selber sind ja auch keine große Familie. Ich würde gerne in einer Gemeinschaft beigesetzt werden. Da würde man sich für einen Platz am Gemeinschaftsbaum entscheiden oder vielleicht auch zu zweit an einem Gemeinschaftsbaum. Und wenn man sagt, ja, ich hatte schon immer gerne so ein bisschen was Besonderes oder das, es gibt ja hier ganz tolle Plätze wirklich, aber ich möchte trotzdem auch in der Gemeinschaft sein und dann würde man sich für den Prachtbaum entscheiden. Das ist also etwa ein Baum, der besonders groß ist oder eine besondere Ausstrahlung hat, an einem besonders schönen Platz liegt und das ist eben der Prachtbaum. Und als neuestes Modell, das ist quasi ein Baum ohne Kennzeichnung, ist der Basisplatz. Das ist dann, wenn jemand sagt, Friedwald auf jeden Fall, aber mir sind so Besonderheiten nicht so wichtig und ich möchte vor allen Dingen auch nicht diese unheimlich lange Ruhefrist von bis zu 99 Jahren. Da könnte man dann den Basisbaum wählen. Das ist ein Platz an einem Baum, der vom Förster ausgesucht wird. Da findet keine Baumauswahl statt. Das Farbsystem wird auch bei den Baumpreisen beibehalten. Bei diesem Thema bemüht sich der Anbieter um eine größtmögliche Transparenz. Wir machen das im Wald kenntlich. Und das Ganze geht über Farben, die zum einen hier in diesem Friedwald-Flyer aufgeführt sind und zum anderen aber auch direkt am Baum. Hier am Musterbaum haben wir auch noch mal die möglichen Namenstafeln dargestellt. Für viele Menschen ist das sehr wichtig mit der Namenstafel. Grundsätzlich gilt natürlich nur eine Tafel am Baum, entweder die oder die. Das Schöne persönlich finde ich, dass es so viele verschiedene Bäume gibt. Verschiedene Baumarten, aber auch verschiedene Formen und eigentlich, der Baum spiegelt auch immer so ein bisschen das Leben oder den Charakter der Menschen wider. Und wenn Leute dann einen Baum ausgesucht haben, oder die, dann ist das einfach. Und dann ist es auch kein anderer mehr. Und das finde ich immer so schön, dass es so für jeden was Besonderes gibt. Beim Streifzug durch den Wald trifft die Gruppe dann auch auf einen weiteren Förster. Peter Kluth spricht ein äußerst wichtiges Thema an. Die Angehörigen haben die Blumen mitgebracht und anschließend bringen wir Förster die Blumen eben zum Antoniuskapellchen. Und Sie sehen, dann ist der Raum wieder so, wie er vorher war. Man erkennt eigentlich die Grabstätte nicht mehr. Manchmal bringen die Angehörigen aber etwas mit, wie da, wo wir jetzt hier vorbeigehen. Aber es muss etwas sein aus diesem Wald. Machen Sie es so, dass jeder denkt, das war schon immer so. Und auch nur etwas aus diesem Wald. Weil man möchte nicht nur eine Tafel am Baum, sondern eben auch ein Zeichen vom Platz. Wenn man sich also für eine Friedwaldbeisetzung entscheidet, entscheidet man sich gleichzeitig gegen Grabschmuck. Wir wollen, dass der Wald so bleibt, wie er ist. Weil wir garantieren ja, dass der Wald 99 Jahre Friedwald ist. Und das heißt natürlich auch, dass er gesund und vital bleiben muss in dieser Zeit. Und wenn man jetzt ganz exotischen Grabschmuck mitbringt, aufwendige Stecke mit Blüten, mit Früchten, dann könnten sich die Früchte hier im Wald aussamen. Und es ist so, jede Art, die irgendwo eingetragen wird, bringt 20 Arten wieder mit. Waldpflege muss sein, weil Bäume brauchen einfach eine große Krone. Und wenn da zu viele stehen, die denen da reinwachsen, dann weiß man auch, es muss sein. Und wenn es sein muss und weiß, dass man damit der Natur manchmal auch helfen kann, dann kriegt man da eine andere Einstellung zu. Weil wir sind nun mal im Nutzwald und hier sind schon 30.000 Menschen durchgegangen in den 3 Jahren. Und entlang der Wege müssen wir auch schon mal trockene Äste rausnehmen. Das wäre sonst viel zu gefährlich. Wir sind hier Teil des Waldes und der Natur. Aber wir müssen es irgendwie natürlich auch so machen, dass es für alle geht und dass es nicht zu gefährlich wird. Weil man darf es nicht vergessen, bei Sturm sind diese alten Eichen ganz großzügig mit ihren alten Ästen, dann werfen die einfach ab. Waldpflege und Beisetzungsvorbereitungen, wie zum Beispiel das Ausheben eines Grabes,
gehören zu den alltäglichen Tätigkeiten eines jeden Friedwaldförsters. Aber auch die Betreuung der Angehörigen am Tag der Beisetzung ist eine wichtige und zugleich sensible Aufgabe, die, wie Peter Kluth weiß, nicht immer einfach ist. Reden kann man an so einem Tag ganz viel, wenn Menschen hier hinkommen, die in Trauer sind. Eigentlich sind die mit sich und immer noch in Gedanken mit dem Angehörigen beschäftigt. Das Einzige, was sie denen mitgeben können, ist ein bisschen Vertrauen in sie als Förster, in diesen Ort, dass man das erreichen kann und dass man das schön vorbereiten kann, dass sie ein Gefühl haben, ach, hier bin ich friedlich, hier könnte das Frieden geben. Und wenn die ein oder zweimal hier waren, dann haben sie den Frieden auch. Heute ist es also soweit. Die Beisetzung von Annemarie Gerhards steht bevor. Freunde und Verwandte kommen von nah und fern, um der Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Am Parkplatz versammelt sich die kleine familiäre Trauergesellschaft. Zusammen mit dem Förster und dem Geistlichen werden nun die letzten Vorbereitungen getroffen. Weil wir uns jetzt vorher nicht so konkret abgesprochen haben, also ich bin schon recht. Das Bestattungsinstitut, die haben da extra sich sowas gemacht, damit das die Urne gefasst ist, damit die nicht umfällt und das zu zweit tragen kann. Ich hole das mal. Für viele der Angehörigen ist dies die erste Berührung mit dem Thema Friedwald. Das habt ihr ja schön gemacht hier, ne? Ja. Dann darf ich mal gerade. Also wir wollen jetzt die Urne auf das Urnenbrett stellen. Okay, gut. Hm? Die Trauergemeinde wird von dem aus Köln angereisten Pater vor der St. Antonius-Kapelle begrüßt. Nach den ersten geistlichen Worten begibt sich die Gruppe um das Ehepaar Bohr-Gerhards zum Baum. Der Weg dorthin hat dabei eine besonders symbolische Bedeutung. Ich wollte sie alleine tragen und ich wollte da so ein kleines Kränzchen drunter legen. Und da hatten mir die Leute von Friedwald dann abgeraten, weil das wäre eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Und man ist ja selbst an dem Tag dann halt eben auch nicht so gut drauf. Und die Urne selbst, also wiegt ja auch, hat ja auch ihr Gewicht. Und also man hat mich dann da auch überzeugt und ich habe mir dann ein Urnenbrett ausgeliehen. Und dann kam ich auf die Idee, mein Mann und ich, wir tragen die Mutter gemeinsam, weil wir sie halt eben auch 12 Jahre hier getragen haben. Das fanden auch eben unsere Freunde sehr schön. Ich wollte schon ein bisschen geistlichen Beistand haben. Also ich bin nun mal katholisch erzogen worden und auch wenn meine Mutter jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt so gläubig war, aber irgendwo fand ich, dass da musste was sein. Und er hat auch die Predigt, die er da am Grab gehalten hat, er hat eigentlich so alle einbezogen, also, und das fand ich sehr, sehr schön. Es war etwas lockerer. Und ich habe vor einigen Tagen noch bei mir in Köln im Severinsviertel eine ältere Dame gesprochen, die hat auch so einen kleinen Fifi gehabt. Guck mal, wie der kleine Mops. Der sieht aus wie ein Pastor, ne? Schön, schön Spaß. Und ich fand auch, es war jetzt nicht so, dass man so ganz traurig war. Natürlich, der Tod der Mutter, das stimmt einen traurig, aber auf der anderen Seite wiederum, dass er auch erlöst ist. Ich habe mit meiner Mutter schon auch über ihr Ableben gesprochen. Wenn wir die Beisetzung machen, dann werden wir hier nochmal alle zusammenkommen lassen. Für mich war wichtig, also, dass wir wirklich nochmal ihrer gedenken.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Und für mich war es halt eben dann auch, also auch besonders wichtig, wir haben ja eine Stelle mitgekauft, also für meinen Vater, der zwar ja nicht liegt, aber symbolisch ist er da. Für mich war es ganz wichtig, also auch den Freunden gegenüber, also dass wir jetzt zwei Plätze haben und für mich liegen jetzt eigentlich meine Eltern zusammen im Friedwald. Ich wollte meinen Vater also erst umbetten lassen. Dann kam mir halt eben die Idee also mit der Erde vom Grab. Weil es ist ja eh eine Sache, also für uns, auch wenn wir ihn jetzt hätten umbetten lassen. Also ich meine, nach so langer Zeit ist ja noch nicht mehr viel da. Und gut, dann fand ich also mit der Erde, fand ich das eigentlich eine ganz gute Idee. Da haben auch noch Freunde mit dran gewirkt, die hat dann also auch das Leinsäckchen genäht. Und ich weiß noch, als sie hier ankam, hat sie gesagt, so, und ich nehme jetzt den Vater mit. Und gleich kommt ein Stein, der wandert von Hand zu Hand unter euch, vom Papa und der Mutti, auch eine Einheit, dass wir, die wir hier sind, auch damit dokumentieren, wir gehören zusammen. Ich wollte irgendetwas mitnehmen und da fiel mir dann halt eben ein, also die Kieselsteine im Vorgarten. Und dann habe ich dann eben den Stein mitgenommen und dann hatte ich auch was draufgeschrieben und der ging dann auch in der Trauergemeinde rum. Es war für mich auch so symbolisch, das hält so die Trauergemeinde auch zusammen. Und jeder konnte eigentlich auch nochmal so, wenn er den Stein bekommt, nochmal irgendwas dazu sagen. Und der ist ja dann auch mit beigesetzt worden, der Stein. Solche Trennungsrituale sind wichtige Bestandteile von Abschiedszeremonien. Ob nun durch eine Liturgie vorgegeben oder individuell gestaltet. Die symbolische Zeichenkraft erzeugt ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das, was man in solchen Momenten nicht in Worte fassen kann, ist so auf der Ebene des Symbolischen greif- und erfahrbar. In erster Linie zählen die Menschen und ihre Befindlichkeiten. Bei einer Beisetzung ist die pietätvolle Handhabung von eigentlich festgeregelten Vorschriften den zuständigen Förstern ein sehr großes Anliegen. Erst nachdem sich die Gruppe vom Grab entfernt hat, bringen Peter Kluth und Ina Lembach die abgelegten Dinge, die nicht aus dem Wald stammen, zur Kapelle. Diese existierte schon lange vor dem Bad Münstereifeler Friedwald, erfährt aber nun als Aufbewahrungsort von Trauerobjekten eine neue Zuschreibung. In Erftstadt finden sich die Angehörigen danach bei Familie Bohr-Gerhards zu Kaffee und Kuchen ein. Gesprächsthema ist vor allem die eben miterlebte Beisetzung, die bei vielen einen großen Eindruck hinterlassen hat. Ich selber habe das als gar nicht als traurige Sache empfunden, sondern als Familienfest, was es eigentlich ein bisschen war. Irgendwie, ja, ich weiß es nicht, irgendwie war es schön. Es war das erste Mal diese Art der Bestattung in einem Wald. Und also ich bin ganz begeistert davon, weil das ist so natürlich. Es hatte so was Leichtes, so was Umhüllendes. Es nahm die Angst. Es war, der Tod ist gar nicht mehr schlimm. Es hat mich insofern überwältigt, weil es diese Schlichtheit, Einfachheit, Natürlichkeit war. Wenn ich an die üblichen Bestattungen denke, Friedhof, strenge Protokolle, reihenweise Monumente aus Granit oder wie auch immer. Also die klassische Beerdigung, die ist so gezwungen, die ist so in so einem Schema drin. Da läuft alles so ab, man stellt sich hin in einer Reihe, man geht hintereinander, es ist so, also alles so streng, so unnatürlich eigentlich. Und hier, das war einfach
Naja, es war eine Gemeinschaft, würde ich das mal sagen. Es war einfach so, wir sind so in so eine Gemeinschaft und da passiert irgendetwas. Wenn wir bei katholischen Beerdigungen waren, und nur davon können wir ja reden, nehmen wir mal an, dann haben wir das immer so förmlich, also abhaken, erstens, zweitens, drittens, weil einfach das Ritual so streng vorgegeben ist. Bei unseren evangelischen, die und so etwas locker schon, aber heute hier von dem Pater, man könnte, oder ich könnte sagen, das wäre was für mich. Ich habe nun auch eine besondere Beziehung zu Bäumen. Für mich sind das lebende Wesen und irgendwie alles, was ist, kann ich nicht sein. Wir werden ja wieder Erde und irgendwie kommen wir dann da, vielleicht nimmt der Baum auch die Kraft dann aus der Erde, aus dieser Erde, wo jetzt Mutter. Also ich war angenehm überrascht. Und nun habe ich jetzt was anderes schon für mich gedacht, weil ich möchte meinen Eltern auf den Friedhof. Aber das war ganz eindrucksvoll. Wald ist was Erhabenes. Unsere Dichter und Sänger haben ja oft genug besungen. Und ich finde es gerade Hochwald, den finde ich also beeindruckend. Man hat so wirklich das Gefühl, atme durch. Und dann natürlich Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Die vier Jahreszeiten spiegeln sich im Wald hervorragend wieder. Es klingt zwar fast ein bisschen esoterisch, aber es ist doch Natur. Es ist einfach die Natur und wir sind auch ein Teil der Natur. Ich scheue mich also nach dem Tod verbrannt zu werden. Das finde ich so für mich brutal. Aber so einfach, dass man Asche wird auch Erde. Aber ich habe das jetzt anders gewählt. Aber das wäre genau die Art, was ich wählen würde. Ich glaube, für mich persönlich ist das Übrigbleiben gar nicht im Vordergrund. Wenn was übrig bleibt, dann ist es im Herzen, aber nicht gegenständlich. Beisetzungen mit geistlicher Begleitung sind im Bad Münstereifeler Friedwald keine Seltenheit mehr. Wie Ursula Bohr-Gerhards entscheiden sich viele Menschen für eine christliche Bestattungszeremonie. Die amtskirchliche Leitung stand dem Konzept anfangs eher skeptisch gegenüber. Diese Einstellung hat sich allerdings im Laufe der Zeit gewandelt. Meine Einstellung ist positiv, sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Natürlich muss man sich da auch mit diesen Problematiken, warum die offizielle Kirche, die Amtsleitung das nicht mehr macht. Nein, die Definition, warum die das nicht gern machen, ist einfach. Der Wald ist nicht gesegnet, also kirchenrechtlich nicht abgesichert. So will ich das jetzt mal juristisch formulieren. Dabei frage ich mich immer als Seelsorger, und ich bin mittendrin, nicht mit in der Seelsorge, dem Menschen. Das ist doch wichtig, dass man die annimmt, dass man eine Möglichkeit denen bietet, ja, die frohe Botschaft nicht nur im Reden, sondern im Tun dem Menschen darzubringen. Es gibt bestimmte Elemente, die sind genau wie auf dem Friedhof. Beispielsweise die Beisetzung entspricht also sehr einer Beisetzung, die auch auf einem normalen Friedhof stattfindet, also nicht im Wald. Es werden zum Beispiel die liturgischen Worte gesprochen, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und das stimmt ja auch. Im Friedwald werden ja Menschen, die eingeäschert worden sind, bestattet. Insofern ist das auch schlüssig. Also der Vollzug, ich bin ja jetzt mehrmals mittlerweile hier gewesen, der ist genau der gleiche wie auf dem Friedhof irgendwo. Das müsste man mehr rüberbringen können bei der Bevölkerung, also bei dem einzelnen Trauerhaus auch. Aber wer macht das dann, nicht? Wenn die Bestattungsinstitute auch uns öfters mal anrufen oder auch aus dem Freundesbekanntenkreis, nicht? Dann, ja, was ist das eigentlich? Wie kann man das machen? Also vom Vollzug her, von der Trauerfeier als solche, ich sage nicht gern Trauerfeier, Gedächtnisfeier, das ist ein bisschen präziser auch genannt. Der Vollzug ist der gleiche wie auf dem Friedhof. Nein, aber dieser Friedwald, gibt es ja mehrere jetzt im Bundesgebiet und darüber hinaus, das liegt immer an den einzelnen Geistlichen selbst. Also es ist eine Anleitung von den Diözesanstellen, vom Ordinarius, also hier für uns in Köln, der Kardinal Meissner, die stehen ein bisschen distanzierend da, nicht? Aber wunderschön. Wir haben uns überhaupt mal auch darüber, mit meinen Mitbrüdern darüber gesprochen. Ja, wo wollen wir denn? Da sagt der eine aus Jux und Dollerei, auch der Pater Norbert, der wird ins Museum wandern. Nicht? Nein, aber da, wo die Menschen sagen, das ist schön, da kann ich mich ausruhen. Nicht? Die haben ja noch Hoffnung, dass über den physischen Tod hinaus ein Weiterleben ist, eine Existenz. Und dann unter den wunderschönen Bäumen und so, das ist manchmal schöner, als im Kölner Dom beerdigt zu sein. Nicht?
Tag. Das ist der St. Martin. Es ist halt ein öffentlich zugänglicher Wald und es ist nicht irgendetwas eingefriedetes, wo kein anderer rein darf. Das ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Oder jetzt hatten wir so Pech mit viel Wind, dass viele Bäume umgestürzt waren. Da musste natürlich viel gesägt werden und es ist auch Nachbarwald da, der nicht zum Friedwald gehört. Da wird dann schon mal gearbeitet. Das ist zuweilen schon ganz störend, wenn man dann am Grab betet und nebendran sägt einer Holz klein. Das kann man sich vorstellen. Aber das hat man im Friedhof manchmal auch. Wir haben also in Bad Münstereifel im Friedhof eine Umgehungsstraße, da wurde eine Brücke neu gemacht. Also da war so ein Lärm und Krach. Also auch auf dem normalen Friedhof kann einem das passieren. Da muss ich sagen, dass ich das gerne mit einbeziehe in meine Ansprache. Und da darf ich wohl sagen, dass ich in meiner Rede nicht so abgehoben bin wie in kirchlichen Predigten. Das habe ich mir abgeschminkt. Früher habe ich es sicher als Priester auch getan, aber die eigene Familie hat mich auch runtergezogen. Und ich freue mich, wenn junge Menschen kommen, auch mit Mountainbike oder ganz gleich, wie sie sind. Sie schauen dann zu, ihnen ist das neu und stellen sich dazu und gehen dann mit zum Baum. Und ich gestalte dann auch die ganze Beerdigung so, dass auch alle mit so einbezogen sind, dass wir zum Beispiel auch ruhig uns mal so an der Hand fassen bei einem Gebet. Die eigene Bestattung und die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit stellen heutzutage keine Tabuthemen mehr dar. Auch wenn sich viele Menschen nicht mehr im kirchlich-institutionellen Rahmen bewegen, sind die Gedanken über die letzte Ruhestätte und das Leben nach dem Tod in einer gewachsenen Religiosität verankert. Welche Gedanken mache ich mir über dieses Leben und über den Übergang in das andere? Und ich erlebe, dass die Leute nicht mehr so dogmatisch denken wie wir früher, sondern dass sie sehr aus der Natur auch die Hoffnung schöpfen, dass nach jedem Winter ein Frühling kommt. Und wir Geistliche sind dafür da, Schlüssel reinzustecken im Schloss, nicht nach rechts zu drehen, sondern nach links, dass die Türen weit auf sind, wo ich jetzt mal liege. Das muss das gar nicht. Da fragt auch keiner danach eigentlich, wie ich mein Leben wirklich steuere, welche Zielvorgabe oder welche Schiene ich begehe. Und es sind Menschen, die oft mit der Kirche distanziert leben. Sie sind nicht ungläubig, jeder hat ja seinen Glauben. Das ist ja eine persönliche Sache, das geht ja nicht wie früher nur über den Kopf oder auch nur, was man gelernt hat. Nicht eine Tradition, sondern was gewachsen ist an Überzeugungen. Die Sehnsucht nach etwas Gewachsenem, Bekanntem, drückt sich auch in einer Gedächtnisfeier aus, die, so es geht, jedes Jahr am 1. November im Friedwald Bad Münstereifel abgehalten wird. Der Termin ist dabei nicht zufällig gewählt. Allerheiligen nimmt im christlichen Jahreslauf eine wichtige Stellung ein. Für die Menschen, die sich am heutigen Tag im Wald eingefunden haben, ist diese konfessionsübergreifende Veranstaltung von großer Bedeutung. Man kommt zusammen und gedenkt der Verstorbenen. Auch für die individuelle, lokale und nachhaltige Ausgestaltung des Friedwald-Konzeptes ist der heutige Tag ein prägnantes Beispiel. Ich werde mit Sicherheit nächstes Jahr dabei sein.
Ich persönlich war bisher also noch nie Allerheiligen so auf den Friedhöfen. Aber ich denke, ich kann mir vorstellen, dass ich das jetzt jedes Jahr mache. Die heutige Feier, ja, so als Nachlese eigentlich zu der eigentlichen Bestattung, dass da eine Menschenansammlung zusammenkommt, wie wir das Interesse daran haben, sich für diesen Friedwald so zu interessieren, wie wir es ja letzten Endes auch getan haben, dass man also auch, und das war das Schöne eigentlich dabei, dass das jetzt auch noch ökumenisch war, dass auf diesem Wege auch noch die Religionen quasi zusammenfinden. Die Ausführungen von diesem Förster, die waren irgendwo nochmal prägend in der Art, er hatte so ein kleines Beispiel, wie zum Beispiel Kinder damit umgehen. Er hatte dann auch erklärt, dass derjenige, der dort beigesetzt wird, wieder in den Kreislauf der Natur zurückkommt, wo dann der kleine Junge, der in dem Falle in diesem Beispiel vorkommt, gesagt hat, naja, mein Opa liegt jetzt hier und dann ist er ja im Sommer ganz oben nah am Himmel und wenn im Herbst die Blätter fallen, dann ist er wieder unten auf der Erde. Und das fand ich irgendwo so mit einfachen Worten, aber auf den Punkt gebracht, der Mensch ist wieder an die Stelle zurückgekommen, wo er herkommt.